Hopp, 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 hopp. Ich will mir Statusviecher ansehen. Mach hinne, du Arschloch. Kommst mal aus dem Knick, so groß ist das Scheißgebiet nicht. Aus dem Netz schon anfangen können zu laden, während ich eben in den Menüs war. Wie konnte man hier nochmal irgendwas treten? Gar nicht, ne? Anbringen, aktuelle Ausrüstung. Anti-Lehmjuwel bringt offenbar nichts. Was haben wir denn noch so für Scheiße? Halt-Juwel! Negiert Erderschütterung. Aha, was heißt das? Brauche ich nicht. Flug. Brauche ich auch nicht. Vergiftung, Schlaf, Betäubung. Ist es Betäubung? Wahrscheinlich. Komme ich jetzt Betäubungsjuwele her? Weiß keiner, ne? Felsenfest brauche ich. Ich frage mal die komische Schmelztussi, ob die irgendwas in der Richtung hat. So, ich weiß ganz genau, die Frage ist bescheuert, weil du nur Scheiße im Angebot hast. Ich frage trotzdem mal, Felsenfestjuwel, ja oder nein? Meine Güte. Natürlich nicht, weil du hast nur Pisse im Angebot, du blöder Kuh. Verpiss dich woanders hin, ich brauche hier keiner. Gut, dann werde ich mal kurz nachgucken, wo ich den Scheiß herbekomme. Weil meistens sind diese komischen Dekorationen ja an irgendwelche Monster gekoppelt, warum auch immer. Also, was haben wir denn da? Wie heißt das Ding? Felsenfest. Juwel. Monster Hunter World Room. Natürlich Felsenfest und Juwel mit einem Bindestrich geschrieben, weil darum. Finde ich immer toll, ne? Du hast dann so eine scheiß Seite bei Google ausgespuckt bekommen, die dann sagt, ja, ja, hier, da und so weiter. Und dann gehst du auf die Seite und das Schlüsselwort, nach dem du gesucht hast, ist noch nicht mal auf der Seite zu finden. Ein Piss, ey. Auf der Pissseite war ich gerade. Kannst du dir sonst wohin stecken? Na, natürlich steht nicht, wo man das herbekommt. Gibt's wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Rüstungsteile für, oder?
Also, man kann Miaras Feuerrücken nehmen, Diamantkugel und Rätselschleim, was? Daraus kann man das schmelzen, oder was? Miralis Höhlenflügel, Diamantkugel und... Okay. Aber dieses Miralisis-Ding habe ich noch nie gesehen. Von daher wird es wohl der Endgegner sein. Hä? Reden wir von dem gleichen Spiel? Nee, das ist Monster Hunter 3G. Fuck you. Blöderweise kannst du auch jetzt nicht nachschlagen, wie der Scheiß in Englisch heißt, weil das müsste ja irgendwo stehen. Keine Ahnung, vielleicht könnte ich die Spielsprache umstellen. Geht das so einfach? Wahrscheinlich nicht, oder? Mal kurz auf Speichern drücken. Ja, ist mir scheißegal. Gib mir das Menü zurück. Speichern, bla 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 bla. Ah ja, ich habe die Textgröße mal größer gemacht, damit ihr mitlesen könnt beim nächsten Mal. Ja, ich würde mal behaupten, wenn, dann müsste hier irgendwo die Sprache stehen. Also müsst ihr das Spiel erstmal anders installieren, damit es die Sprache anzeigt. Dolle Wurst. Geil. Mal gucken, was der Schmied im Angebot hat. Irgendwas außer Legiana, was Legiana Glück bringt. Nebenbei die Betäubungspisse aufrechterhält. Beziehungsweise den Ohrenstöpsel-Scheiß. Und nebenbei noch dann diesen Felsenfest Widerstand hat. Ja, ja, auf zu jammern, du Arschloch. Und zeig mir, was ich will. Vielleicht gibt's ja auch einen Talisman, aber nee. Nee, bringt mir auch nichts. Weil dann müsst ihr meinen jetzigen Talisman wegpacken. Und den brauche ich noch. Wieso kann ich keine verfickten Dekorationen schmieden? Das ging früher immer. Jeder Scheiß muss einfacher gemacht werden, so weit, dass er nervt. Aber das hier, nö, warum? So, die Alloy-Rüstung habe ich schon, oder? Ja, müsste eigentlich. Talismane. Gesundheit, Erholung, braucht kein Schwein. Braucht kein Schwein. Braucht immer noch kein Schwein. Ja, wir haben jetzt also Zugriff auf einen Explosionstalisman. Warum auch immer. Oder Zerstörung. Auch gut. Fokus vielleicht? Nein. Teilzerstörer Groll, okay. Sehr schön. Weißt du was, ich gehe mal nach ganz oben und gehe die einzelnen durch. Nein, 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 nein. Warte. Ist das der Betäubungswiderstand? Ja, ne? Was, den habe ich sogar? Nein, den kann ich nicht herstellen. Dann ist Betäubung was anderes. Nee. Okay, was ist jetzt die Fähigkeit, die ich brauche, um nicht mehr diesen blöden Taumelkram zu haben? Müsste Betäubung sein, oder? Tsitsiyaku-Klaue. Die wollen mich doch verarschen. Wenn ich das Ding noch auf Stufe 2 bringe, dann kann ich es gleich in Kombination mit dem Ding testen, ob das was bringt. Dann stelle ich mich nämlich einfach vor so einem Zug Tsitsiyaku und lasse mich einmal von dem blitzen. Wieso habe ich keinen Tsitsiyaku-Klauen? Ich habe so oft gegen die Scheißviecher gekämpft in letzter Zeit. War wahrscheinlich, weil es Arena-Viecher waren. Die waren auf Plus.
Ja, ja, ist mir egal. Hopp, hopp, ist nur Zizi-Jacke. Den hau ich in 2 Minuten weg. Aber du hast 4 gebraucht, Schnauze. Ich bin gerade nicht in Stimmung für solche blöden Sprüche. Ey, eine Baustelle nach der anderen. Ich hab den in 5 Minuten gelegt, den Kushala da Ora. Ich hab da einfach meine 3 Freunde mitgenommen, dann war alles cool. Yay. Kann jeder, wenn er Hilfe hat, die nicht vom Computer gesteuert wird. Ja, 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 jetzt hör auf, meine Kamera zu klauen und los geht's. So, jetzt bräuchte ich mal deine Richtung. Jetzt haben wir natürlich keine Richtung mehr, weil warum? Natürlich, Paulumo. Dich brauche ich nicht, verpiss dich. Wo ist denn der? Ja, komm, nimm die Spur, damit du das Viech suchen kannst, weil wir da so eins noch nie gesehen haben. Gott, ey. Aus dem Weg, Leute. Gut, ich hätte einfach den anderen Weg nehmen müssen, dann wäre er mir direkt in die Arme gelaufen. So muss ich jetzt einmal im Kreis rennen. Weil aus Prinzip. Hey du! Ich brauch mal deine Klaue. Erwähnte ich, keine Geduld für sowas zu haben? Gut, ich hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt Donner mitnehmen sollen, was sein Element ist. Ich glaube, die Teile, die ich in der Hand habe, sind aus ihm gemacht, also... Vielleicht jetzt nicht der beste Weg, aber egal. So, jetzt bitte in deine Ecke. Könntest du dir bitte abgewöhnen, so weit weg von dem zu schlittern, wenn wir gerade dabei sind, irgendwas zu machen? Steht denn der immer noch? Müsst ihr erst ein dummes Köpfchen brechen, damit das aufhört oder was? Nein, das bringt nichts. Er macht dann weiter mit seinen Blitzen. Aber jetzt geh in deine Grube zurück, damit ich dich einfangen kann. Hopp, hopp. Letzte Chance. Endlich abzuhauen. Ergreifst du sie? Da habe ich hier die Klaue, die ich brauche.
Theoretisch könnte ich jetzt wieder abhauen. Praktisch hat er mich aber gerade zu sehr genervt, als dass ich ihn jetzt gehen lassen würde. Was? Das war mir jetzt keine Falle wert, außerdem hat der Typ genervt. Gefährliche Kombination. So, viel Spaß beim Weiterrebellieren, Miststück. Na du? Bist jetzt in unserem Team? Finde ich gut. Du hast immer coole Augen. Deine Farbe müssen noch leider noch ein bisschen arbeiten, aber ansonsten. Oh, was hast du genommen? Ich meine, deine Augen fluktuieren gerade. Fluktuieren kann, also pulsieren fast. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Alter, was hast denn du genommen? Krasse Sache. Komm mit. Für den Scheiß. Gut, jetzt muss ich aber genug Clown haben, oder? Für so ein Talisman. Ah, die Safari ist zurück. In einer Aufnahme, siehst du mal. Machen wir das jetzt oder gleich oder jetzt oder gleich oder gleich oder jetzt? Ach, weißt du was, ich gucke jetzt, ob die versagt haben. Bla, 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 bla. Oh, schade, sie haben es überlebt. Billigkräfte. So, habe ich jetzt wieder Zugriff auf brauchbar... Nö, warum auch? Na komm, jetzt hier die Vollidioten einfach mal losschicken. Und am besten, na was? Wir haben kein Basil-Joyce? Nee, dann müssen wir was anderes machen. Ah ja, komm hier, Legiana. Legiana und Paulomo, sehr schön. So, sollen sie mal gucken, wie sie damit klarkommen, die Penner. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit ist jetzt bereit. La 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 de. Ich sollte langsam wirklich die Aufnahme beenden. Das ist jetzt sowieso nur noch Crazy Talk. Ich bin aus dem Aufzug genommen. Nein, das möchte ich jetzt nicht ausrüsten. Ich will erst mal gucken, ob ich es aufgewertet kriege, du kleines verdammtes... Verbessern. Wo ist es denn? Da ist es hier. Also... Aha... Ziziago Plus Clown. Nein.
Schwarzes Spiralhorn, das ist doch das Ding von diesem Diabolus. Aber okay. Ausrüstung ändern. So, was habe ich gerade? Ich habe gerade... Ich habe gerade den Ohrstöpsel-Talisman und den will ich jetzt mal kurz ersetzen durch den Betäubungswiderstands-Talisman. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste ich dreimal Betäubungswiderstand haben. Ja, Betäubungswiderstand Stufe 3. Sehr schön. Jetzt brauche ich wieder ein Versuchsobjekt. Wie wäre es mit dem Tsitsiyaku? Ist jetzt wahrscheinlich ein bescheuertes Ziel, weil ich mir nicht sicher bin, ob das das gleiche Betäubungsding ist, wie auch bei... Na, ihr wisst schon was. Aber trotzdem mal gucken. So, wir starten diesmal da, wo ich immer starte. Und ich hätte vielleicht mal noch eine andere Waffe mitnehmen sollen, wenn ich schon mal hier unterwegs bin. Was ist denn ganz geil gegen ihn? Ich glaube, Eis war ein bisschen ätzend. Hat er nicht so toll gefunden. Aber... Ich kann einfach die starken Beile nehmen. Explosion. Toll. Wird ihm bestimmt gefallen. Und los. Und dann werde ich mich mal versuchen, direkt blitzen zu lassen und hoffe mal, dass das irgendwas bringt. Beziehungsweise nichts bringt. Je nachdem, wie man das jetzt betrachten will. Da muss mal die Grafik nachladen, die ist irgendwie gerade nicht ganz da. Was? Das ist alles kostenloses Zeug. Ah, die Grafik ist da. So, dann laufen wir immer wie immer entgegen. Natürlich ist er jetzt beim Paolomo oben. Ey, Tsitsi! Tu mir mal einen Gefallen und blitz mich mal. Du sollst mich blitzen, Alter! Okay, das sieht nicht so aus, als wäre das Betäuben jetzt aufgehoben. Oder es ist ein anderes Betäuben. Jetzt muss ich nur noch das Viech hier wieder loswerden.
Und down. Bleib einfach liegen. Hier bei den Pilzen hast du sowieso viel bequemer. Da muss ich mich jetzt nicht großartig anstrengen. So, bleib am besten gleich hier. Genau, dann kann ich so weitermachen, bis du kaputt bist. Ich werde das mal am besten von hier aus machen, damit du gleich wieder ein Pilz landest, wenn du dich befreist. Du bist kein Teamplayer, Alter. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er ist schon beim Abhauen, aber offenbar ist er nur davon gelaufen und nicht abgehauen. Also mit Abhauen meine ich ins Lager zurückrennen und mit davon gelaufen meine ich Area gewechselt. Könnte jetzt verwirrend wirken. Siehst du das da, meine ich, mit... Naja, Abhauen. Komm, wir spielen mal ein Spiel, wer zuerst in deiner Lair ist. Oder willst du da gar nicht hin? Offenbar nicht. Dann nicht. Eins. Mal gucken, wie viele Schamos mich jetzt umhauen dabei. Warte mal, geht ja gar nicht mehr. Haben sie ja rausgepatcht. Mich können jetzt keine Schamos mehr umhauen. Also, sie können es versuchen, aber sie werden es nicht schaffen. Ja, es versucht's. Ich will wissen, ob das auch geht, wenn ich gerade nichts ausnehme. Miserable Versuchsobjekte. Genau, runter mit dem Staub. Weil was soll das? So. Diesmal gar keine Klauen diesmal bekommen. Schon blöd. Die hätte man gebrauchen können. Um wieder sozusagen den Stock aufzustocken. Okay, Betäubungszeug brauche ich also nicht. Oder doch? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Wenn einer von euch eine Idee hat, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich weiß zwar nicht, ob das dann gleich umgesetzt werden kann, weil ich habe ja dann keine Folgen mehr für morgen und das wäre mir echt zu knapp, das so zu produzieren. Es kann aber passieren, dass demnächst mal so ein, zwei Folgen ausfallen in der Woche, weil ich gerade echt keine Zeit habe, täglich aufzunehmen. Beziehungsweise ich muss so ein, zwei Mal in der Woche einfach ein Datum finden, wo ich eins der beiden Let's Plays aufnehmen kann, die gerade laufen. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Ah, Ernte, Agrosi ist zurückgekehrt. Ist mir aber egal, ich speichere jetzt hier. Und werde mal gucken, wie ich mich das nächste Mal vorbereite auf den ganzen Kram. Klar, einfach wäre jetzt wahrscheinlich, nimm dir irgendeine Waffe, mit der du schießen kannst, aber nö. Von meiner Seite aus also als dann, bis dann und ja, mal gucken, was ich hier gepriegelt kriege bis zum nächsten Mal. Ciao.